Wir sind zurück und sprechen heute über zwei wahrscheinlich sehr bekannte Brands, die jeder kennen sollte, nämlich einmal Prime von Logan Paul und KSI und Gönnergy von Montana Black. Wir wollen mal so ein bisschen auseinandernehmen, was kann man eigentlich davon lernen, das Marketing für Energy, Performance Drinks, wie kann man das vielleicht für sein eigenes Business, für sein Unternehmen nutzen und welche Rolle haben diese Personenmarken? Felix, spannendes Thema. Ganz genau. Also ein bisschen, vielleicht fangen wir mal bei Prime an. Ist ja von Logan Paul und KSI gegründet worden letztes Jahr. Selbst zwei sehr polarisierende große Personenmarken. Und was man dann natürlich machen muss als Influencer, wenn man eine sehr große, breite Masse, auch gerade jüngere Menschen anspricht, dann muss man auch ein Massenprodukt machen, um die alle abzuholen. Mhm. Und deswegen gibt es so viele, wie jetzt hier im deutschen Raum auch, die dann sowas wie Energy Drinks, Performance Drinks etc. machen. Also Produkte, die auch wirklich massentauglich sind. Mhm. Und was die sehr gut gemacht haben, sind verschiedene Marketingstrategien. Und da wollen wir jetzt heute ja so ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Also einerseits mit Prime ist jetzt immer mehr am Expandieren. Die wollen jetzt auch auf den europäischen Markt ganz groß, haben hier eine Europa-Tournee gemacht, waren hier auch in München zum Beispiel. Warst du dort? Nee. Ich war leider nicht dort. Mhm. War mir dann doch zu stressig. Ich habe es dann im Nachhinein gesehen, war ja doch relativ gut besucht, glaube ich. Safe. Und haben das alles auch damit kombiniert, was viele völlig überrascht hat, ist, dass sie wirklich große, namhafte Sponsoren, Fußballvereine, es ging ja mit dem FC Arsenal in England los, FC Barcelona und jetzt zuletzt eben auch FC Bayern, wo die Sponsor geworden sind, was nicht so leicht ist und was mit Sicherheit auch sehr viel Geld kostet. Aber das werden sie haben und das wird sich lohnen für die. Und entsprechend haben sie das eben wirklich mit diese Massenmedien sozusagen mit wirklich kleinen, viralen Guerilla-Marketing-Taktiken verbunden. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und da gibt es ein paar, die wir hier jetzt heute highlighten können. Vielleicht sollten wir, ich überlege gerade, nochmal eins zurückgehen. Ich weiß gar nicht, also Logan Paul, KSI, verfolgst du die seit Jahren selber? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Also Logan Paul mehr als KSI, würde ich sagen. Weil du selber mal in der Villa von Jake Paul, glaube ich, warst damals. Genau. Und weil ich, vielleicht muss man ganz kurz noch erklären, also es sind beides riesengroße Influencer aus den USA. Ich muss ehrlich sagen, genau, KSI habe ich auch nicht so sehr verfolgt, aber viele YouTube-Formate, die mittlerweile auch immer in den Trends sind, sind, glaube ich, von seiner Gruppierung Sideman entstammen denen und auch die Thumbnails werden eigentlich eins zu eins kopiert. Das ist immer dieser weiße Background. Ich weiß gar nicht, Tinder in Real Life ist, glaube ich, von ihm. Und genau, also müsst ihr einfach mal gucken bei KSI, bei Sideman. Also sehen eins zu eins aus, wie die Formate, glaube ich, Revi auch macht und auch jemand aus TikTok, glaube ich, immer wieder benutzt und die funktionieren halt dementsprechend auch. Und bei Logan Paul ist halt so, ich glaube, er noch mehr als KSI, er polarisiert halt ganz krass. Genau. Ne, also KSI, ich weiß gar nicht, ob der mal so einen großen Shitstorm hatte. Also der hat schon auch, sage ich mal, Szenen, wo er sehr cocky rüberkommt. Ich erinnere mich, bei einer so einer Tinder in Real Life Folge hat er irgendwie das Mädel so gedisst, so nach dem Motto, ey, du hast so viel Follower, wie ich in einer Minute mache und so. Aber bei Logan Paul muss man sagen, die History ist schon ein bisschen anders. Ja. War damals ein Daily Vlogger, ist in so einen Wald in Japan gegangen, hat eine Leiche gefilmt. Da ist das war das erste Mal, dass wirklich jeder so über Logan Paul gesprochen hat. Also riesengroße Welle. Das war auch das erste Mal irgendwie, dass so unzensiert auf Social Media jemand, der auch schon echt groß war, also der hat damals schon Millionen Publikum gehabt, sowas macht. Und das hat bestimmt ein, zwei Jahre gedauert. Ich glaube, heute gibt es immer noch Leute, die ihnen das vorwerfen. Aber von da ab ging es dann los. Also dann hat er die Rivalität gegen seinen Bruder gehabt. Die haben Diss-Tracks gegeneinander gemacht. War auch mit vielen Frauen zusammen, die man kennt aus der Szene. Und jetzt zuletzt halt Boxen. Genau. Naja, also das ist sowieso das große Ding. Auch hier aus den USA wieder nach Deutschland gekommen, muss man ehrlich sagen. Also Logan Paul war der Erste gegen Floyd Mayweather, der so einen riesen Boxfight hatte. Man hat gesehen, okay, durch Pay-Per-View-Gebühren kann man unglaublich Kohle machen. Also sein Bruder ist dann da auch reingegangen und KSI boxt jetzt gegen Tommy Fury. Mhm. Und Logan Paul boxt gegen Dylan Dennis. Genau, das ist das nächste The Zone-Event, wo ja, ich mir auch mal Zahlen angeguckt habe und es ist wirklich crazy, ne? Also so ein Logan Paul geht mit 20, 30 Millionen plus aus so einem Boxkampf raus und deshalb wahrscheinlich auch in Deutschland. Genau, also das vielleicht noch ganz kurz so zu diesen Personenmarken, dass man das kennt. Und ja, du hast gerade schon gesagt, die haben ein paar spannende Moves gemacht. Okay, jetzt haben sie sich diese Fußballclubs, sag ich mal, oder sind Sponsor von diesen Fußballclubs. Was glaubst du, wie viel Summen fließen da? Boah, viel. So FC Bayern.
wenn man Sponsor von FC Bayern ist, was zahlst du da? Ah, da müsste ich lügen. Ich habe es jetzt auch nicht nachrecherchiert, wie viel Prozent die bekommen haben, wie man da, was für Beteiligungen, wie das alles abläuft und so weiter. Aber mit Sicherheit ist das teuer. Also gerade der FC Bayern, der da sehr selektiv ist, wen er als Sponsor annimmt, gerade auf der Ebene, das wird nicht günstig sein. Ja, also FC Bayern und dann aber auch, und das finde ich ehrlich gesagt eigentlich noch viel interessanter, weil ihr müsst euch ja vorstellen, das sind beides Personenmarken, die riesig sind. Also beide über 20 Millionen Follower. Trotzdem haben die sich noch andere namhafte auch Ambassador-Personenmarken geholt. Ein Haaland, bei der UFC haben die Stylebender, also Adesanya. Die haben Volkanovski von der UFC. Also sie sind zum Beispiel bei der UFC, also MMA, sind die nicht nur Sponsor der UFC und haben sogar, glaube ich, Monster rausgekickt. Das muss man sich auch mal überlegen, sondern haben sich auch noch zwei der besten Fighter geholt, um die als Ambassador zu haben. Also das heißt, die setzen gar nicht nur auf ihre eigene Personenmarke, sondern holen sich eben andere an Land. Dieses Interview mit Haaland, glaube ich, haben viele gesehen. Also bei TikTok ganz, ganz viele Clips. Ich habe heute in meiner Story gepostet, dass ich heute Nacht mal diese Mund- und Nasen-Stripes da probiert habe. Und dann haben mir wirklich, keine Ahnung, 100 Leute geschrieben, von Haaland. Und ich war mir gar nicht mehr so sicher, woher ich das echt gesagt habe. Aber tatsächlich, er sagt das in diesem Clip irgendwie. Spannend. Was glaubst du von den Dingen, die sie gemacht haben? Also jetzt sind sie, okay, jetzt haben sie die Personenmarken, jetzt haben sie die Vereine. Was glaubst du, am Ende des Tages bringt denen am meisten? Vielleicht können wir nochmal über die anderen Aktionen sprechen, die sie gemacht haben. Also ich glaube, wie du ja schon gesagt hast, sind beide sehr polarisierend, vor allem Logan Paul. Und das ist ja das, was man von ihnen erwartet und was die Zuschauer, die Fans auch sehen wollen, dieses Polarisierende. Und dann macht es aus meiner Sicht nur Sinn, dass sie das auch auf ihre Marketingaktionen anwenden. Und das haben sie selbst dann im Nachhinein so ein bisschen exposed sozusagen, wie sie das gemacht haben. Und ein Move, den fand ich sehr, sehr spannend, weil der in Deutschland auch vielfach kopiert wurde, das war dann ganz lustig, das im Nachhinein zu sehen, war der, dass sie absichtlich auf ihrer Tournee, wo sie da in der Öffentlichkeit war, vor Menschenmassen, sich bewerfen haben lassen mit ihren Flaschen und die quasi angeleitet haben, die Fans, das alles so darstellen zu lassen, als wäre das quasi ein riesiger Shitstorm, als wären die alle super unzufrieden und so weiter und hätten die sie von der Bühne geboot. Und das ist halt dann vielfach von Massenmedien, von den Hatern, von jedem aufgegriffen worden. So, schaut mal, haha, die wurden ausgebuht, alle fanden es ganz schrecklich. Und dann konnten sie im Nachhinein auflösen und sagen, ja, hey, das war alles Absicht, haben die ganze Reichweite bekommen. Und die Hater, die darüber berichtet haben, sind dann wie Idioten am Ende da gestanden. Und das war wirklich ein sehr, sehr smarter Move. Da haben sie Millionen Menschen damit erreicht. Es ist eben auch in die Massenmedien geschafft. Das ist ja bei einem Massenprodukt auch ein ganz wichtiger Schritt. True. Und das ist halt wirklich was man sich trauen muss natürlich. Das ist so ein bisschen in der letzten Podcast-Folge, haben wir auch drüber gesprochen, ist Negativ-Marketing auch Marketing? Weil es gibt ja den Punkt, wo das dann überschwappt sozusagen. Aber dadurch, dass sie ja dann sehr, sehr gut auflösen konnten und dann nochmal einen riesigen Hype generieren konnten, indem sie gezeigt haben, hey, das war Absicht, das war alles gefaked, ist das natürlich ein sehr, sehr smarter Move, der dann genau die richtige Aufmerksamkeit bekommen hat. Ja, wir haben dann noch, also neben dem, das finde ich auch für mich eigentlich auch so mit das Krasseste, glaube ich, was sie gemacht haben, gab es noch so ein paar andere Manöver. Beispielsweise ist Logan Paul mittlerweile ja auch bei der WWE, also beim Wrestling, beim professionellen Wrestling unter Vertrag. Das ist halt auch ganz spannend. Verfolgst du das irgendwie oder gar nicht so Wrestling? Ein bisschen, also ich schaue mir immer die Highlights an im Nachhinein. Also ich gucke ab und an mal so diese Großveranstaltungen einmal im Monat. Weil man kann sehr viel von der WWE natürlich übers Branding lernen. Wenn du jetzt so Figuren nimmst wie ein Undertaker oder Mankind damals, also Mick Foley, das ist ja alles nur passiert, weil das so krasse Brands waren. Ja. Ne, so krasse Figuren und Charaktere, die erzeugt werden. Jetzt haben die ja einen Logan Paul geholt und das ist tatsächlich so, dass Logan Paul von der Athletik her und von seinen Moves, die er macht, wahrscheinlich momentan unter den Top 10, wenn nicht Top 5 der besten Wrestler weltweit ist. Mhm. Und das sagt halt die WWE auch selber. Also normalerweise ist es ja so, wenn jetzt jemand da einen Gastauftritt hat, auch ein Donald Trump war mal bei der WWE oder auch ein Floyd Mayweather und so weiter. Also wenn so externe Leute einen Gastauftritt haben, dann kämpfen die eigentlich nicht mit so Wrestling-Moves, sondern das ist dann irgendwie so ein Gebrawle oder irgendwie sowas. Aber Logan Paul macht sehr, sehr spektakuläre Moves, also wirklich auch waghalsige Manöver. Und eins war tatsächlich sogar bei der größten Veranstaltung, die es so gibt im Jahr, nämlich WrestleMania. Das war früher immer an einem Abend, jetzt ist das sogar gesplittet auf Samstag und Sonntag, weil alle wollen WrestleMania sehen. Und da war KSI in so einer Prime-Flasche, in so einem Kostüm.
Und Logan Paul hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ein Splash oder ein Elbow, ein Flying Elbow, hat auf jeden Fall vom Ring sozusagen auf ihn runtergesprungen und so einen Wrestling-Move auf ihn gemacht. Und dann irgendwie so den Kopf abgezogen von diesem Kostüm und dann sah man, dass KSI da drunter ist. Yeah. Und das ging natürlich auch so ab. Plus zum Beispiel immer, wenn er kämpft und kurz vor seinem Finisher oder so, wirft ihn jemand so eine Prime-Flasche zu, dann nimmt er so einen Schluck und macht dann irgendwie seine Moves. Also ja, das sind halt alles so Dinge, die natürlich für Clips sorgen. Genau. Und ich finde das ganz spannend, wenn man das jetzt mal so nimmt. Die haben einmal beide zusammen so ihre polarisierende Brand und diese Manöver. Wie du schon sagst, ne, ist ja risky. Weil was ist, wenn die Massenmedien nur berichten, dass sie ausgebuht wurden, aber genau, nicht, dass es halt sozusagen getürkt war. Und dazu holen sie sich aber auf einer anderen Ebene diese ganzen, ich sag mal, Ambassadors, die eigentlich nur Sympathie versprühen und eigentlich gar nicht polarisieren, wie so ein Haaland. Ich glaube, Haaland hat jetzt noch nie irgendwie einen großen Shitstorm oder so gehabt. Was glaubst du, sind die Gedanken dabei? Also ich glaube, um eben alle abzuholen, das ist auch wieder der Gedanke, wenn du die Massen erreichen willst, dann musst du alles machen. Du musst einerseits dieses Polarisierende machen, um die, die auf genau das stehen, sozusagen abzuholen, aber andererseits der 30-, 40-Jährige sieht dann, ah, da ist das Partner vom FC Bayern, ja, dann probiere ich das vielleicht mal aus, so nach dem Motto. Mhm. Also das ist einfach, wenn du einen ganzen Markt erschließen willst, und die haben ja beide zusammen eine Größe, in dem man das als Ziel durchaus setzen kann, dann musst du das alles gehen, sozusagen. Ich glaube, wenn man kleiner ist, dann sollte man sich für eins von beiden entscheiden. Eher dieses sozusagen gesettelte, ich will die Zielgruppe erschließen, oder dieses wirklich virale, ich will anecken und so weiter und dadurch die Massen erreichen. Aber was die halt machen, ist beides, und die Kombi funktioniert ja so sehr, sehr gut. Ja, also das ist auch vielleicht ganz spannend jetzt, weil hier schauen ja, sag ich mal, die meisten zu, irgendwie aus Deutschland, Österreich, Schweiz. Und hier sind halt Influencer-Produkte immer so ein bisschen verschrien. Genau. Ach, das ist so ein überteuertes Influencer-Produkt. Da muss man dazu sagen, in den USA ist das absolut nicht so. Und Prime ist in dem Sinne kein Influencer-Produkt. Also Prime, das Unternehmen, ist auf über eine Milliarde Dollar wert dotiert. Und die haben, glaube ich, er hat das in einem Podcast erzählt, 240 plus gemacht, 240 Millionen plus im ersten Jahr oder so. Also das ist jetzt nicht so ein, die bringen mal was auf den Markt, sondern das soll wirklich ein Weltgetränk werden oder ist auf einem guten Weg dahin, sage ich mal. Und vielleicht, um noch kurz in den USA zu bleiben, Beast Burger. Mhm. Hast du die Story mitbekommen? Am Rande, also natürlich die. Also Mr. Beast hat ja einen eigenen Burger. Ja. So. Und du weißt, dass es den jetzt nicht mehr gibt, ne? Nee, tatsächlich nicht. Aha, weil das ist nämlich ein sehr spannender Punkt. Also. Und das ist auch der Unterschied sozusagen von den Konstrukten. Bei Prime ist es so, nach außen gehört diese Marke Logan Paul und KSI. Ja. Da ist aber natürlich eine dritte Partei drin, die sich um das Getränk kümmert. Na, das ist auch kein Energy Drink, um es nochmal zu sagen, das ist sowas wie Gatorade, so ein Wasser mit Elektrolyten und so weiter. Und das ist sozusagen deren Trio, aber du siehst die eine Partei natürlich nicht. So. Dennoch sind die beiden auch Gesellschafter. Bei Mr. Beast war das jetzt so, dass er sozusagen diese Burger rausbringen wollte, aber so als Ghost Kitchen. Mhm. So wie von Knossi und Trimax. Ja. Und die haben sozusagen diese Ghost Kitchens eröffnet. Und für die, die gar nicht wissen, was das ist, das bedeutet quasi, dass du brauchst, sag ich mal, eine spezielle Rezeptur. Du musst aber selber die Produkte einkaufen. Du kriegst genau gesagt, ey, die Pizza bleibt bei 230 Grad 11 Minuten drinne und so weiter, oder bei den Burgern, ihr bratet die jetzt irgendwie, weiß nicht, 30 Sekunden pro Seite etc. So, das ist sozusagen Ghost Kitchen. Und oftmals wird dann sogar so ein Ofen gestellt, dass sogar so Bäckereien Pizza backen können. Und es war da so, dass er es mit jemandem zusammen gemacht hat, und dieser Investor, der da reingegangen ist, der konnte die Qualität nicht sichern. Und so haben die Beast Burger unglaublich schlechte Bewertungen bekommen. Ja, und genau, also der Beast Burger war am Anfang, war natürlich alle hyped. Da gibt es so ein Video von ihm, wo wirklich das ganze Einkaufszentrum, keine Ahnung, wie viele Leute da waren, 50.000, 60.000 oder so, standen alle in der Schlange, Beast Burger und so, und alle waren, oh ja, it's nice, bla bla bla. Und dann ist natürlich so, dann gibt es nicht nur den einen Standort, sondern bei Mr. Beast gibt es dann 20, 40, 100, 200 Standorte. Und an vielen Standorten haben die es nicht geschafft, die Qualität so zu erreichen. Weil jeder kauft das Fleisch selber. Und wenn du natürlich sparen willst, holst du vielleicht ein bisschen günstigeres, genau. Du hältst dich nicht dran. Und ja, was hat Mr. Beast gemacht? Der hat wirklich
ein Video gemacht, ich glaube aber nicht bei YouTube, sondern bei Twitter oder so, hat gesagt, ist vorbei, gibt's nicht mehr. Mhm. Und jetzt läuft ein Rechtsstreit von dem Investor gegen Mr. Beast, weil der einfach von jetzt auf gleich gesagt hat, es gibt keine Mr. Beast Burger mehr. Krass. Weil die Qualität nicht gehalten hat. Das ist natürlich, also genau, ich habe das Gefühl, dass das gar nicht so rübergekommen ist, aber in den USA hat er schon einen guten Shitstorm bekommen, weil diese Burger, also es gibt ganz viele Reviews so, jo, der ist von innen komplett roh, keine Ahnung, schmeckt super eklig, funktioniert nicht. Da hast du natürlich einen riesen Vorteil bei so einem Getränk wie Prime. Das wird in einer Fabrik gemacht, das ist immer die gleiche Rezeptur, du hast jemanden, der sich damit auskennt, aber bei so einem Ghost Kitchen ist halt immer, der Fehler kann halt bei jeder Örtlichkeit passieren. Richtig. Und Mr. Beast ist eher so, ich gebe meinen Namen für das und ihr stellt die Qualität sicher, okay, funktioniert nicht, ich kriege schlechte Publicity. Ja. Und bei Logan Paul KSI ist es sozusagen so, dass das, dieses Konstrukt an sich halt anders aufgebaut ist. Genau. Ich glaube aber da ein spannendes Learning daraus ist immer und auch für jeden, der in irgendeiner Form was vermarktet, stell immer erstmal auch sicher, dass dein Produkt gut ist, dass das gewährleistet ist. Weil du kannst noch so viel Marketing machen, wenn am Ende jeder, der kauft, egal, es kann eine Dienstleistung, Produkt, was auch immer sein, wenn dann die schlechten Bewertungen sich häufen, dann wird es niemals langfristig gut gehen. Genau, und das halt auch, ich finde, das ist einfach auch diese Riesengefahr von Franchise. Genau. Weil das ist halt so, wenn McDonald's jetzt ein Produkt rausbringt, ich meine, klar, die haben über Jahrzehnte Erfahrung, aber wenn das Produkt nicht gut ankommt, es gibt ja viele McDonald's-Produkte, die gab es und die wurden entfernt. Ja. So ein Seafood-Burger, ich habe da auch mal so einen Short drüber gemacht, Tuna-Fisch-Burger und so weiter. Nur, das ist halt ganz schnell so, wenn du irgendwie 200, 300 Läden hast und du machst jetzt irgendwas, was nicht funktioniert, das dauert gar nicht lange, bis auf einmal alle sagen, nee, das ist voll eklig dort. Genau. Und das ist dort echt passiert. Ja. Sehr gutes Beispiel, da ist auch Burger King, die ja diesen riesigen Shitstorm bekommen haben, weil einzelne Filialen einfach nicht sichergestellt haben, dass die veganen Produkte dann wirklich vegan waren und so weiter, dass das alles getrennt war. Ja. Und das sind halt einzelne Menschen, die dann quasi diese Entscheidung treffen, dort in einem Burger King. Und das wirkt sich dann auf das ganze Franchise negativ aus. Das ist genau das Thema. Genau. Und jetzt können wir ja von dem, also das ist quasi so die USA, ich sag mal Mr. Beast, war schwierig, er wollte ganz groß hinaus, eigene Ketten hat nicht funktioniert, jetzt riesen Rechtsstreit, bin mal sehr gespannt, wie das ausgeht, weil er, glaube ich, suit sogar zurück, wegen Rufschädigung. Und dann haben wir Prime, was, glaube ich, unglaublich gut läuft und funktioniert und auch hier in Deutschland immer mehr Anklang findet. Trotzdem vielleicht als letztes, das finde ich trotzdem spannend, Logan Paul kann in Los Angeles nicht durch die Straßen gehen. Aber in München ist er im Englischen Garten joggen gegangen und wurde so gut wie nie erkannt. Ja, Tatsache. Das ist halt schon krass. Der hat morgens um 5 Uhr auf dem Marienplatz eine Story hochgeladen. Und da kam so ein Dude und meinte, hey, are you Logan Paul und so? Und er so, yes, I am und so. Und dann stand er da und dann hat er auch irgendwie so geschrieben, jo, in Deutschland kennt mich keiner. Also der läuft einfach durch den Marienplatz, der joggt durch den Englischen Garten. Also dafür, dass es ein Logan Paul ist. Monte könnte das jetzt nicht machen. Ja. So. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang. Gönnergy. Genau. Du hast es noch nicht getestet. Tatsächlich nicht, nein. Und ich hätte es auch gern besorgt, dass du es heute mal probieren kannst, aber es ist tatsächlich komplett sold out schon wieder. Ja, ich war am Freitag tatsächlich auf einer Geburtstagsparty, wo ich es hätte probieren können. Da gab es das. Da gab es das, aber da habe ich gemerkt, ich werde alt, weil ich mir dachte, es ist schon zu spät, wenn ich jetzt einen Energy trinke, dann kann ich nicht mehr einschlafen, deswegen habe ich es nicht gemacht. Shit. Aber ja. Also Gönnergy. Okay, also ganz kurz dazu, das ist wirklich ein Energy Drink. Dieser Energy Drink kommt in einer Dose 0,5. Also es ist eine ganz bestimmte Zielgruppe, die hier angesprochen wird. 0,5 ist halt so Monster, glaube ich. Mhm. Und es ist halt, du willst viel Energy trinken. So. Also 0,5, ich muss echt sagen, ich habe alle probiert. Ich konnte die gar nicht auf einmal trinken, weil ich trinke nie 0,5 Energy. Also wenn man sich mal so einen Red Bull holt, was hat das? 0,2, 0,3 oder so. Genau. Aber 0,5 ist halt echt krass. Also einen halben Liter Energy. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Geschmäcker ziemlich nice. Also ich finde sie wirklich sehr, sehr gut. Also Exotic, glaube ich, schmeckt, würde ich sagen, jeden. Das ist halt dieser typische Exotic-Geschmack. Ja, genau. Der blaue schmeckt halt ähnlich wie das Red Bull Weiß, Kokos und Ding. Und da, wo er sich halt richtig was getraut hat, ist dieses Raspberry Cheesecake. Sehr gut, ja, genau. Und ich muss echt sagen, so am Anfang dachte ich, boah, ich weiß nicht. Weil das schmeckt wie diese, wie heißen diese rot-weißen Bonbons, die so cremig sind.
Okay, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Schreibt mir in die Kommentare, Leute, ihr wisst das doch, wie die heißen. Und so schmeckt das. Am Anfang dachte ich, boah, das ist weird, wenn da Kohlensäure zu diesem Geschmack, dieses cremige Vanille, dazu jetzt irgendwie Kohlensäure. Aber ich muss sagen, am Ende fand ich den fast am geilsten. Krass. Weil das so unique ist. Ja. Der ist rausgegangen. Er hat, glaube ich, für 4 Millionen, ich glaube, 4 Millionen wurde investiert. Und war erste Fuhr komplett sold out, Kaufland und so weiter. Jetzt ist er an neuen Geschmäckern dran. Und da muss man sagen, bei Monte, also erstmal Montana Black, er ist natürlich schon, ich würde sagen, er ist die relevanteste männliche Personenmarke in Deutschland. Pretty ja, much, ja, ja, also ziemlich sicher. Also Eli würde ich auf Platz 2 sehen. Der hat ja auch beispielsweise VitaVate. Also die haben auch so ein Wasser mit Geschmack quasi rausgebracht. Er ist schon, glaube ich, die relevanteste Personenmarke, aber trotzdem hast du gesehen, dieses Getränk kommt raus und also wirklich jeder hat so ein Tasting-Review gemacht. Es war wirklich krass. Genau. Und der hat sich auch ein paar coole Marketingaktionen überlegt. Kennst du die oder soll ich die mal so und du bewertest also bisschen, die mal so ein bisschen? Erzähl ruhig. Also mit denen, der hat ja viele, glaube ich, mit den Koffern ne, das genau. alles schön verpackt rausgeschickt. Das war ja so ein Ding. Genau, also der hat so Remova-Koffer, das sind relativ teure Koffer. Kosten, glaube ich, 750 bis 1000 Euro, so einer. Der hat Remova-Koffer genommen, hat da diese 3 Dosen reingepackt und die an Influencer verschickt. So, finde ich erstmal ein cooler Move, weil da machst du natürlich auch gern so ein Unboxing und genau. auch ganz smart, weil dadurch, dass die da so in so Schaumstoff drin lagen, wurden die halt nicht geschüttelt im Koffer, im besten ja. Fall. So, was halt beim Energy, beim Tasten natürlich dumm ist, wenn die Hälfte da irgendwie rausspritzt. Das hat er gemacht, dadurch hat eigentlich so ziemlich jeder Influencer ein Review gemacht oder irgendwas drüber gesagt. Das war Aktion 1. Aktion 2, eigentlich noch sogar vor dieser ist, er macht einen eigenen Insta-Account. Und jetzt musst du dir das wirklich mal geben. Schau mal. Also Montana Black hat auf Instagram 3,5 Millionen Abonnenten. Ich weiß, dass der Story-Views von ungefähr 1 Million hat. Mhm. 1 bis 1,2 Millionen. Er macht einen Account für Gönnergy. Kennst du den Account? Also, ja, du hast ihn dir angeguckt. Ich habe nicht im Kopf, aber ich habe mir schon. Du hast ihn nicht im Kopf? Nee. Was glaubst du, wie viel Follower? Okay, warte. Wie viel Follower hatte dieser Account, bevor das Getränk auf den Markt kam? Da man muss dazu sagen, er hat das gelauncht mit einem Giveaway, 20.000 Euro in Gaming-Stühle, PS, Gaming-Rechner und so weiter. Mhm. Wie viele Follower hatte dieser Account? Gut, wenn er es halt mit seinem Account launcht, ich aus dem Bauch raus. 50 bis 100k? 400.000 hatte ja, der. Ist heftig. 400.000? Also genau, ich habe gerade nochmal geguckt. Also er hat ein Giveaway gemacht. Er hat auch, glaube ich, einen Collabo-Post gemacht. Das muss ich jetzt nochmal kurz gucken. Also dass das bei ihm und bei Gönnergy gepostet wird. Hat er das gemacht? Ja, hat er gemacht. Und zwar 2-mal. Genau, aber tatsächlich sogar nicht am Anfang, sondern am 6. Juli. Am 6. Juli hat er es gemacht, am 20. kam er raus. Doch, er hat einen Collabo-Post gemacht. 400.000. Die Seite hat jetzt 600.000. Heftig. 600.000 mit, glaube ich, 3 oder 4 Giveaways. Das ist also für eine reine Produktseite Wahnsinn. Krank. Also muss ich ehrlich sagen, ich glaube, ich kenne niemanden, der das schaffen würde, außer Montana Black und Eli. Also bei Eli weiß ich, weil er halt auch, beides sind halt Streamer. Das muss man sagen. Das ist, by the way, der große Unterschied. Logan Paul und KSI. Also KSI streamt auch, aber beides sind tendenziell YouTuber. Mhm. Mr. Beast streamt, soweit ich weiß, gar nicht, sondern der ist auch reiner YouTuber. Und Montana Black, wenn du streamst, ist auf jeden Fall eher Streamer als YouTuber. Mhm. Klar, er macht die Streaming-Highlights hoch und so weiter, aber Streaming ist natürlich nochmal eine ganz andere Bindung zu den Leuten. Genau. Weil du einfach so viele, und Monte streamt wirklich seit 10 Jahren plus, durchschnittliche Leute in seinem Stream, ich würde sagen 40.000 oder so, aber bei Elise sind es ja noch mehr, glaube ich 50 oder so. Und das hat natürlich eine Schlagkraft, das ist krank. Also und dieser Live-Faktor ist halt so wichtig, also da fühlt man sich einfach noch viel verbundener, diese parasoziale Beziehung, sagt man ja, also das Gefühl, man kennt die Person, obwohl man sie noch nicht persönlich gesehen hat, ist dadurch einfach viel, viel größer, als wenn ich mir jetzt, wenn das TikToker sind, wo ich mir immer nur 30 Sekunden Videos von einem anschaue. Ja. Also das ist wirklich krass, wenn man da quasi, man verbringt so ein bisschen den Alltag damit, wenn man isst, schaut man währenddessen zu und so weiter und das ist halt wirklich das, was dann so eine ganz starke Personenmarke auch ausmacht. Aber jetzt eine spannende Frage an dich.
Die erste Fuhre war ja komplett sold out bei Monte. Mhm. Was glaubst du, wann muss das Produkt mehr überzeugen als die Bindung der Leute zu der Person, dass sie es wieder und wieder kaufen? Also ich glaube, dass was die also wenn mich das Produkt überhaupt nicht überzeugt, wenn ich das Produkt hasse, den Drink, dann kaufe ich mir den einmal. Deshalb. Aber ich kaufe mir nicht ein zweites und ein drittes Mal. Mhm. Und das ist genau das. Du kannst diesen Hype erzeugen, die Augen drauf bringen, einen ersten Versuch, eine erste Chance sozusagen, kriegst du durch die Personenmarke. Und am Ende muss aber das Produkt überzeugen. Also es gibt wenige Fälle, und das kann dann auch nochmal funktionieren, dass du quasi so ein starker Supporter der Personenmarke bist, dass du das Produkt kaufst, auch wenn es dich nicht überzeugt. Ich hatte das ein, zwei Mal in meinem Leben, dass ich von YouTubern oder von Accounts so ein Fan war, dass ich gesagt habe, okay, scheiß drauf, ich hole mir jetzt einfach das Buch von dem oder so, auch wenn das jetzt nicht unbedingt das Thema ist, was mich interessiert. Mhm. Aber ich habe so viel Content von dem schon bekommen, ich fand den so toll, da will ich jetzt auch mal was zurückgeben. So. Aber im Großen und Ganzen ist es halt, durch eine starke Personenmarke kriegst du die Chance sozusagen, die du sonst nicht bekommen würdest. Mhm. Und dann, wenn das Produkt überzeugt, das ist das, was es dann für ein langfristig erfolgreiches Business braucht, aus meiner Sicht. Mhm. Weil das finde ich halt so spannend, und das, also schreiben natürlich auch viele Leute so, klar, einmal, wie du sagst, ne, jeder will es mal testen, vielleicht auch einfach so, selbst wenn du keinen Energy Drink irgendwie konsumierst, aber du bist Monte-Fan, genau. Einfach so, ne, du holst es dir, Dosen vielleicht irgendwie auskippen, in den Schrank stellen, aber spannend ist halt eins, ich glaube, es gibt in Deutschland, ich bin jetzt gerade am überlegen, welche Influencer-Produkte sind noch da? Also ich weiß, hey, Moritz hatte Kaugummi. Ihr könnt gerne mal mit in die Kommentare schreiben. Gibt es die noch? Ich glaube, die gibt es noch. Aber ich weiß nicht, ob die an oberster Front irgendwie jetzt wirklich noch verkauft werden. Ich weiß, dass Shirin, der Eistee, unglaublich gedumpt wurde. Ja. Also, dass Leute den für ein Drittel des Preises rausgehauen haben. Capri hatte Eistee. Ist der noch im Regal? Ja, es ist ich weiß, dass die meisten, genau, die meisten Shisha-Tabake genau. haben nicht funktioniert. Auch von den Rappern. Haben für eine Zeit funktioniert. Ich glaube, 187 ist schon noch, genau, noch weit verbreitet. Aber, ja. Genau, ich glaube, es gibt so zwei, drei, die haben sich gehalten. Aber hat Bushido noch sein? Gute Frage. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Gibt es den von Massiv noch? Da gab es auf jeden Fall einen, den ich gut fand. Aber das ist halt genau der Punkt. Also man bringt so einen, und das muss man sich auch immer, oder muss man sich halt im Klaren sein, wenn man jetzt zum Beispiel ein digitales Produkt raushaut und du verkaufst das und die Leute feiern das nicht so, dann hast du trotzdem Profit gemacht. Genau. Aber so ein beispielsweise Energy Drink ist nicht profitabel, wenn du ihn nur einmal verkaufst. Richtig. Weil einfach viel zu viel Geld in Entwicklung reingeht und Design und das alles zu machen und so weiter. Deshalb, solche Konsumprodukte sind echt ein Coinflip. Genau. Weil ich kenne das jetzt ja selber auch mit dem Kaffee, so Rewe und Edeka. Die gucken rein auf die Zahlen. Also einmal nehmen die dich ja immer. Na, also so viele Märkte haben mir auch geschrieben, hey Tom, wäre voll geil, komm vorbei, wir packen den Kaffee hin. Alles schön und gut. Aber wenn der Kaffee nicht performt, genau. Bis zwei Monate später wieder draußen. Weil die, ganz schnelllebiges Geschäft. Ja. Genau. Und das ist halt echt spannend. Also ich will das auf jeden Fall weiter verfolgen, wie das bei Monte läuft. Jetzt im Vergleich zu Prime muss man ganz klar sagen, Monte macht viel weniger. Mit anderen, also eigentlich macht Monte fast alles alleine. Also diese Remova-Koffer, ja, Giveaway, komplett alleine gemacht. Er hat eine Tour gemacht bei den Openings. War, glaube ich, in 6, 7 Märkten oder so. Das war jetzt auch nicht so dieses, ich bin jetzt bei jedem Markt oder so. Ja. Er macht seine Insta-Stories, aber eigentlich ist das wirklich eine One-Man-Show nach außen. Ja. Und das ist schon crazy. Tatsache. Ja, definitiv. Okay, Felix, vielleicht so ein bisschen zum Schluss. Was denkst du, sind so die Learnings, die man da jetzt rausziehen kann? Auch für sein eigenes Unternehmen, für seine Personal Brand. Also ich glaube, ein Punkt, was die alle gemacht haben und was jeder irgendwie auch auf sein Produkt, seine Dienstleistung anwenden kann, ist die Verknappungsstrategie. Das ist das, was ich da noch ansprechen will. Weil die waren alle irgendwie ausverkauft. Dann liest man, okay, nur eine oder zwei Dosen pro Person, die man sich im Supermarkt mitnehmen kann. Und solche Faktoren sind natürlich dann... True, das gab es auch. Jeder nur eine Dose genau. pro Sorte bei Monte. Genau. Richtig. Bei Primus zum Beispiel auch, habe ich gelesen, dadurch, dass die dann so schnell so ausverkauft waren, dass die teilweise für $2,500
dann auf eBay oder also irgendwie online quasi weitervertickt wurden. Und das ist halt dann wirklich heftig. Und das ist halt genau so ein Hype, den man kreiert. Und da sind wir Menschen einfach drauf geprimed, wenn irgendein Gut knapp ist, ist es einfach wertvoller. Mhm. Und das ist was man anwenden kann als Marketer sozusagen, als jemand, der ein Produkt vermarktet. Auch da gibt es die Schattenseite. Wir haben letztes Mal über Monotrition gesprochen, wo ganz viele das auch angekreidet haben. Oder wenn man das quasi so künstlich erzeugt, so nach dem Motto, oh, nach einem Tag ist ausverkauft und dann, hey Leute, zwei Tage später, eine Woche später, jetzt ist doch plötzlich wieder was verfügbar. So. Also wo man dann merkt, okay, das ist nur eine künstliche Verknappung, da muss man auch wieder, Thema Ruf, ein bisschen drauf aufpassen. Aber grundsätzlich können wir uns nicht dagegen wehren. Wenn ein Gut knapp ist, ist es wertvoll für uns. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, den die alle angewandt haben und den man auf jeden Fall anwenden kann in solchen Dingen. Ja. Ich würde vielleicht als zweiten Punkt noch nehmen, dass gerade wenn man als Personenmarke was rausbringt, man muss einfach unglaublich aufpassen, wofür man sein Gesicht hergibt. Also bei dem Monte-Beispiel jetzt einfach, Monte trinkt seit Jahren Energy Drinks. Also Monte steht für Energy Drink, laut Röbsen im Stream. Das ist schon, also das ist so ein Produkt, was einfach so unglaublich, also Vapes wäre, sage ich mal, das andere Produkt und tatsächlich hat er da mal drüber nachgedacht, soweit ich weiß, eigene Vapes rauszubringen. Dann gab es allerdings einen großen Shitstorm auch gegen Vapes und so weiter. Aber ich würde sagen, Monte steht auch für einen großen Teil für Energy Drinks. Genau, und das Produkt muss on-brand sein, ganz klar. Das ist ein wichtiger Faktor. Deswegen fand ich es auch so schlau, dass du eben kein Energy, sondern Kaffee rausgebracht hast mit doppelter Espresso. Du bist leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Genau. Es muss halt einfach stimmig sein zu dem, wofür man steht. Das auf jeden Fall. Ja, und der dritte Punkt, den man vielleicht noch anwenden kann, ist, was man hier halt auch sieht, also das vielleicht sogar, ja, bei Monte auch hier vielleicht sogar das bessere Beispiel, du brauchst nur Social Media. Ja. Also es gibt keine Litfaßsäule. Genau. Also beispielsweise der Ashraf von 6pm, der hat sich am Times Square, der hat eine Collab gemacht mit dem FC Bayern, die haben Klamotten zusammen rausgebracht und die haben am Times Square so ein Banner sich geholt. Ne? Einmal auf den Billboards da irgendwie am Times Square sein. Aber das ist reines Brand, es ist keine Brand Awareness. Es ist eher so ein, sag ich mal, der Brand mehr Wert geben, anstatt jetzt, dass das sich spreadet. Also es gibt jetzt kaum jemanden, der sich wahrscheinlich am Times Square gedacht hat, oh, ey, das Shirt, was der trägt, das hole ich mir jetzt irgendwie. Sondern es ist einfach so, ja, um diese Wertigkeit zu erhöhen, aber ein Montana Black hat alles über Social Media gemacht. Ja. Kein Fernsehen, kein Radio, keine Litfaßsäule, keine Ads, ich habe keine gesehen von Gönnergy. Und das ist schon crazy. Wenn du nur mit deiner Reach so viele, ich weiß gar nicht, wie viele Dosen es gab, aber er hat 4 Millionen investiert. Überleg mal, das müssen ja, ja klar, das sind Millionen von Dosen. Verkaufst du mit einer Story, mit einem Shoutout, mit einem Stream? Also, ja, Power auf Social Media. Ganz klar. Und aber trotzdem, und das steht dahinter, das wäre für die vierte Lektion aus meiner Sicht, dein Produkt muss gut sein. Ganz klar. Wenn dein Produkt nicht gut ist, ist es nicht langfristig. Und oft sind da ja so viele Entwicklungskosten und so weiter drin, das muss einfach eine Zeit lang laufen, dass sich das auch lohnt. Und da wäre der fünfte Punkt, auch noch ein ganz wichtiger aus meiner Sicht. Du hast dann gewonnen, wenn dein Produkt oder deine Dienstleistung Routinen erzeugt bei deinen Nutzern. Ich habe zum Beispiel, ich habe damals, als ich im Bundesfreiwilligendienst gearbeitet habe, da war meine Routine immer nachmittags um 15 Uhr ein Energy Drinks, war damals von Bang, den zu trinken. Und das war dann wirklich so, dass ich um 15 Uhr dann Kopfschmerzen bekommen habe, wenn ich den nicht getrunken habe. Das war einfach meine Routine. Und wenn du quasi Routinen sind ganz wichtige Faktoren. Wir Menschen sind absolute Gewohnheitstiere. Und wenn man es schafft, mit seinem Produkt in eine Routine eines Menschen reinzukommen, dann hat man eigentlich gewonnen. Und das ist bei Konsumprodukten eben auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also quasi auch das bisherige Produkt innerhalb der Routine wird ersetzt. Genau. Weil viele immer die gleichen Sachen holen. Genau, früher habe ich einen Kaffee getrunken, aber jetzt trinke ich halt den Energy dann am Nachmittag, so nach dem Motto. 100%. Also würde ich nur zustimmen, ja. Also ich kaufe zum Beispiel auch bei sehr, sehr vielen Konsumprodukten immer genau das gleiche. Gleiche Zahnpasta, gleiche hier und so. Und da ist jemand schafft, sozusagen diese Lücke und auszutauschen. Krass. Ich bin gespannt. Also wir drücken Montana Black auf jeden Fall die Daumen. Du musst die unbedingt nochmal probieren. Auf jeden Fall. Vielleicht haben wir die in der nächsten Folge. Ansonsten, Leute, schreibt gerne Feedback unten drunter. Das war jetzt unser Talk. Danke auf jeden Fall für das ganze Feedback auch zur letzten Folge. Unglaublich gut angekommen. Yes. Und sagt uns gerne, was euch sonst interessiert. In dem Sinne, wir hören und sehen uns. Macht's gut.